Das war ein Intro. So, wir spielen jetzt Punch Club. Doch bevor wir Punch Club spielen, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, wir haben das Spiel quasi als Live-Let's Play gespielt im Stream. War gar nicht geplant als Live-Let's Play, sondern es war einfach so geil, dass ich es hier mit raushauen wollte. Das ist der Wahrheit. Und es lief folgendermaßen, bei wichtigen Entscheidungen habe ich den Chat entscheiden lassen. Also, wenn ich die Hand in die Kamera halte und sage, ja, das müsst ihr entscheiden, dann heißt das einfach nur, dass ich meine eigene Schuldfähigkeit auf den Chat, auf die Community projiziert habe. Und ich habe einfach die schweren Entscheidungen komplett abgewälzt. Wir haben Punch Club, also miteinander gespielt und das nur zur Aufklärung. Unten rechts, ja, wenn die Kamera gleich kommt, die sieht ziemlich hässlich aus, weil die Farbwerte nicht stimmen. Das Hässliche liegt aber an dem komischen, haarigen Kauz da drin. Ich halte jetzt die Fresse, fangen wir gleich mal an. Punch Club. Tiny Build. Lazy Bear Games. Nein, es geht nicht. Doch, jetzt geht's. Okay, yeah. Credits. Wichtig. Developed by Lazy Bear Games. Faule Bärenspiele. Published by Tiny Build, Nikita Kulaga, Sviatoslav Cherkasov und Alexander Minichev. Mit Help von Davins, von Lilly, von Vladislav, von Vitali, von Mike, von Ressa, von Thomas, von Words of Magic. Thomas Faust. Lieber Thomas Faust, vielen Dank für die deutsche Übersetzung. Sehr schön. So, ich gehe auf zurück. Hab an die Credits mal durchgeguckt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe das Spiel... Ich muss zugeben, ich habe das Spiel, ich weiß nicht, die Pan gibt gerade Infos raus, ich weiß noch nicht genau, ob das wirklich so funktioniert, ich weiß noch nicht genau, ob das ein Twitch-Game ist, weil es gab Twitch-Plays, Punch Club, aber ich glaube, das war eine Version, die extra für Twitch war. So, gib deinem Charakter einen Namen. Rocky? Rocky hört sich so doof an. Liebe Pan, bevor du das jetzt spammst, lass uns doch erstmal gucken, wie die Version ist, weil das ist nicht die Version, die bei Twitch-Plays da war. Twitch Plays Punch Club war ein anderer Punch Club als dieser hier. Also bevor du das... Nee, bitte nicht spammen. Bitte nicht reinspammen. Wir werden gleich sehen, ob der Chat mitspielen kann. Ich weiß noch nicht. Wir lassen uns überraschen. Okay, pass auf. Herbert, Edmund, Hugo... Nee, Gronk, weiß nicht. Hulk? Hulk ist eigentlich ganz gut, oder? Dr. David Banner? Creed. Oh ja, Alter. Oder? Nein, Hank Tucke. Hank Tucke geht, aber Tucker geht nicht. Der heißt eigentlich Hank Tucker, aber das R kann ich nicht machen. Also soll ich den Hank Tucke nennen? Nein. Nein, das gibt nur wieder Schwierigkeiten. Da fühlen sich wieder Leute angeschrieben. Wie kannst du nur? Ja, weiß ja, wie es ist. Toast Günther. Rüdiger. Oh, Rüdiger ist auch schön. Nein, Ü geht nicht. Nein, The Beast. Hintergrundmusik machen wir gleich. Pass auf. Hank Tucke geht ja nicht. Hank Tucke. Bud Spencer. Alter, geil. Nein, Bud Spence. Alter, willst du mich verarschen? Ein Charakter mehr. Herr Faust ist so langweilig. Putin, nee. Gunther, Mr. Grey, Manfred. Ah. Greng. Was? Nee. John Cena! Okay. Den nehmen wir. Ich glaube, der ist gut. Bitte nicht mit Caps Lock schreiben. Mubot rastet sonst aus. Ich weiß genau, bei dem Namen muss man mit Caps Lock schreiben. Ich weiß es. Wir nehmen den hier. Ich glaube, das ist gut, oder? Ich glaube, den kann man nehmen. Nice one. Zeller! So. Oh. Eines Tages werdet ihr besser sein als ich. Euer Potenzial ist grenzenlos. Als bei euren alten Faller. Gebt Acht auf eure Amulette. Sie werden euch dabei helfen... Die Tanke zu entdecken, was? Eure Mutter ruft nach euch, lasst sie nicht warten, Jungs. Ach. Doch ein Sturm zieht auf, ein Sturm zieht auf, der Regen kommt, oh nein. Und der Joker. Ich weiß, dass du mir nicht zuhören wirst, der Tod ist die einzige Option, die mir bleibt. Bäm! Vater! Sei nicht traurig, mein Sohn. Du musst jetzt stark sein. Stärker als ich. Versprich mir, dass du fleißig trainierst. Und wenn die Zeit gekommen ist, wirst du bereit sein. Doro. Kleiner, du bist jetzt auf dich allein gestellt, genau wie ich es war. Dein Vater hat mir geholfen, als ich Hilfe brauchte. Jetzt bin ich dran. Ich werde mich um dich kümmern. Abgemacht. Was für ein Leben. Ja, ja, ja,
geil. Alter, die Mücke ist mega. So, ich mach mal ganz kurz hier. So, Telefon klingelt. Hallo, ich trage nie Shirts zu Hause. Schläfst du noch und schwingt den faulen Hintern vom Sofa und geht zur Arbeit? Wie war das denn? Wer ist denn? Wer ruft da an? Keine Lust? Okay, Frank, ich mach's. Großartig, da liegt eine Zeit auf dem Tisch, in der Stellung, wo du finden solltest. Bis dann, ciao, klick. So. Keine Zeit mehr, einen Job zu suchen. Ich muss trainieren und frühstücken. Mit Kellogg Smacks. Die schmecken so, die wecken den Tiger in dir. Ah ne, Frosties. Hier, da liegen noch die Frosties und da ist ein Aquarium. Boah, wie geil. Kann ich jetzt hier rumlaufen? Das ist ja geil, Alter. Kann ich nicht hier? Du bist unwürdig, du bist Dreck, du bist nichts. So, ich muss ihn motivieren, so ein bisschen. So, pass auf. Wieso läuft denn zu Hause einfach ohne Shirt rum? Naja. Ich frag nicht. Okay, wir müssen raus. Ich muss hier raus. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich sollte ein paar Liegestütze machen. Alter, der A-Team-Wagen. Geil, der A-Team-Wagen. Und wir packen uns auf den Gebetsteppich und beten erstmal gen Mekka. Oder machen Liegestütz. Eins von beiden. Yeah. Pump den Shit. Achso, der ist schon fertig. Jetzt schon? Okay, pass auf. Ich geh mal wieder, weil er zu Hause ist. Ach so. Da sollte noch Essen im Kühlschrank sein. Ja, in deiner ganzen Wohnung ist Essen. Okay, wir gucken mal. Hallo? Oh oh, ich habe jetzt hier die Ladeschnecke von Windows. Ah, Gott sei Dank. Limonade, süß und lecker, aber nicht gesund. Tiefkühlpizza, so wie normale Pizza, nur gefroren. Was nehmen wir? Limo oder Pizza? Alter, Sucuk-Pizza wäre geil. Tiefkühlpizza, wie normale Pizza, nur gefroren. Lecker. Was nehmen wir denn? Die brauchen wir nicht, die bringt Energie zurück. Haben wir Energie? Ja, Energie haben wir voll. Wir nehmen erstmal die Limonade, oder? Ich würde sagen, erstmal die Limonade. Nehmen wir erstmal die Limonade, die gibt uns 9 von dem hier, also hier von Hunger, das ist Hungergefühl. Die bringt uns 17 zurück. Pizza, alle sagen Pizza. Aber die Pizza, ja gut, scheiß drauf. Weißt du was, wenn ihr sagt Pizza, ihr seid die Bosse. Ich halte mich da nun ran. Tiefkühlpizza, essen. Okay, jetzt bin ich bereit für einen Job. Schauen wir uns mal die Zeitung an. Hier ist schon wieder das Ladeding, okay. Alter, die Mucke ist mega. Nicht gerade der beste Job, aber was soll's. Ja, was denn überhaupt? Stadtkarte. Klicken, um die Karte zu öffnen. Alter, geil. Okay. Ich fahre in die Stadt. Hier, guck mal, hier ist eine Baustelle. Reisen. Zur Arbeit. Entfernung 6 Kilometer. Zu Fuß 3 Stunden. Mit dem Bus $6. Wir haben $35. Okay. Bus oder zu Fuß? Mit dem Bus oder zu Fuß? Ihr müsst entscheiden. Ich lasse euch indirekt mitspielen einfach, oder? Würde ich sagen. Ich halte mich dann an das, was ihr sagt. Also, wenn es geht, natürlich. Bei zeitkritischen Entscheidungen müsst ihr diesem Mann hier vertrauen. Ihr könnt diesem Mann hier vertrauen. So, okay. So, kann man... Was? Okay, zu Fuß. Wir gehen zu Fuß. Ihr sagt, wir gehen zu Fuß. Wir gehen zu Fuß. Wenn ihr das sagt, dann gehen wir zu Fuß. Wir gehen zu Fuß. Nein! Deine Kleider, gib sie mir sofort! No! Fang mich doch! Niemals! Klar doch, und hier sind meine Schuhe. Okay. Laufen. Kämpfen. Oder, wie soll ich das dritte nennen? Schuhe. Laufen, kämpfen oder Schuhe? Laufen, kämpfen oder Schuhe? Ich warte auf euch. So. Er hat doch nur eine Hose. Ja, stimmt, die kriegen nur einen Schlüpper. Warum wollen die Klamotten haben? Voll dämlich eigentlich. So, Kampf, 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 Kampf. Okay, alle sagen Kampf, Kämpfe. Nein, es ist die Büroklammer. Aber Alter, was sind die für zugekiffte Augen? Es ist die verkiffte Microsoft-Büroklammer. Wähle jetzt die Talente, die du in der Kampfrunde benutzen willst. Fülle alle leeren Felder. Talente sind in verschiedene Tabs sortiert. Offensiv, defensiv und so weiter. Okay, wir haben momentan Boxen. Wir haben Treten. Tritt ist stark, verbraucht mehr Energie. Trefferchance abhängig von deinem Geschick. Blocken haben wir nicht. Hier haben wir nichts. Wir haben nichts. Wir können nichts. Wir sind nichts. Wir sind scheiße. Okay, ein einfacher, energieeffizienter Schlag. Leider hat der echt doppelt so viel Ding wie wir. Alter, wir sind voll der Lappen. Wir haben nichts. Wir sind voll der Lappen. 1-1-1, 71. Wir sind voll der Lappen. Runde 1 von 20, wir gehen gleich down. Okay, weißt du was? Wir hauen ihm voll ins Gesicht. Mehr können wir ja nicht machen. Okay, Kämpfe. Wir sind tot. Patz! Ich hau dir in die Wampe! Okay, und jetzt Patz! Und Patz!
Alter, wir sind so tot. Wir sind so tot. Alter, wir sind so tot. Oh, oh, ausgewichen. Geile Scheiße. Die machen wir fertig. Jetzt machen wir fertig. Unser Return. Die machen wir voll fertig. Es war ja... Wir haben uns nur vertippt, Gronkh. Ja, toll. Danke. Vielen Dank auch. So, ja, ja, wir verlieren. Es ist, ich sollte härter trainieren. So, Ziel erreicht. Erster Kampf. Ah, das ist das erreichte Ziel. Ernsthaft? Und Errungenschaft. First Fight. Erster Kampf. Du hast gerade deinen ersten Kampf gewonnen. Fühlt sich komisch an. Hä? Kampf gewonnen? Wie? Hä? Ersten Kampf gewonnen? Wie haben wir den gewonnen? Well, that is strange. Es ist sehr strange. Ich habe dich kämpfen gesehen. Das war beeindruckend, wie du aufs Maul bekommen hast. Ich habe niemanden gesehen, der so viel wegsteckt in die Fresse wie du. Du Lappen. So, ich hatte schon immer einen guten rechten Haken. In der Schule nannten sie mich früher Wiesel. Ich sehe vielleicht ein bisschen dünn aus, aber ich bin sehr flink. So, weißt du was? Hier. Du bist nicht wirklich zäh, aber du bist wirklich schnell. Ich habe noch niemanden so schnell down gehen sehen wie dich, du Lappen. So, neuer Vorteil, Hungerhaken. Eine steife Brise kann ich von den Füßen fegen. Du wirst nie stark sein, aber du bist schnell. Was? Erleide mehr Schaden, aber weiche häufiger aus. Ich will kein Hungerhaken sein. Fick dich, Opa. Mach dich frisch und komm an meinem Büro vorbei. Da unterhalten wir uns mal. Du geiler, knackiger, oberkörpernackter, freier Jüngling. Ich bin übrigens Mick. Ich bin der geile Mick. So, es wäre toll, wenn du Apu in seinem Laden besuchen könntest. Sag ihm, meine Fleischlieferung ist noch nicht angekommen. Er weiß schon, was ich meine. Fleisch, ich stehe auf frisches Fleisch, du geiler. Triff Apu in Apus Laden. Okay. Alter, geil, wir sind ein Hungerhaken. Du kannst in der Garage trainieren und dich in deinem Zimmer ausruhen. Mix Büro, Supermarkt. Wir gehen erstmal hier in Mix Büro. Und wir reisen mit dem Bus. Mir egal. So, ich will dich wieder aufs Maul kriegen. Triff Mick. Du hast Mick getroffen. Er weiß viel übers Kämpfen und über die Liebe unter Männern. Etwas verbindet euch. Und zwar seinen Penis. So. Entschuldigung. Wir haben schon wieder nach 12. Was soll ich machen? Guck mal auf... Alter, wie sieht's denn hier aus? Alter, guck mal hier. Teenage Mutant Ninja... Alter. Indiana Jones? Ist das Master Splinter? Nee, nicht Master Splinter. Ist das Shredder? Shredder meine ich natürlich. Shredder. Und hier Teenage Mutant Ninja Turtles. Geil. Was haben wir noch alles hier? Alter, was für eine liebevolle Pixelgrafik das einfach ist. Die ist voll geil. Ich muss das einfach sagen. Ich finde die Pixelgrafik voll gut. Champ. Nick. Okay. Und wir haben Shirt. Hi, wie ich dir bereits sagte, hast du Potenzial. Ich kann aus dir einen Champion machen. Das wird ein langer Weg und du musst den ersten Schritt tun. Zieh doch mal das Shirt wieder auf. Ein Freund von mir betreibt in seiner Muckelbude eine Amateurliga. Wenn du die gewinnen kannst, werde ich dich trainieren. Geh zu Silvers Turnhalle. Da kannst du trainieren, wenn du keine Lust mehr hast, nur zu Hause zu trainieren. Neues Ziel. Triff Silver in Silvers Studio. Silver Dollar wahrscheinlich. Wenn du knapp bei Kasse bist, komm hier vorbei und ich... Du kannst dir was zu essen verdienen. Ich werf's dir auf den Boden. Du musst es nur selber aufheben. Okay. Gut. Gute Nacht, allen, die schlafen gehen. Ich würde sagen, wir gucken mal in der Stadt. Und hier müssen wir jetzt hin. Muckibude. Komm, wir nehmen den Bus. So. Hi, Mick hat gesagt, dass ich bei dir trainieren könnte. Big Mick, ich dachte, der hat mit Boxen nichts mehr zu tun. Ich bin Silver Dollar. Du kannst hier trainieren. Warum auch nicht? Triff Silver, haben wir getroffen. Er wirkt arrogant. Hoffentlich lernst du was von ihm. Und zwar, wie man Spiele programmiert. Mick hat dir bestimmt von unserer Anfängerliga erzählt. Kannst du ja gerne mitmachen, wenn du willst. Verstehst du? Neues Ziel. Erreiche den 5. Platz in der Liga. Oh geil, 5. Platz. Das ist mein Lebenstraum. Du siehst so aus, als könntest du kämpfen. Lust auf einen Übungskampf gegen mich? Klar, warum nicht? Nein, pass auf, wir üben erstmal. Du hast nicht nur schlechte Laune, du bist auch in schlechter Verfassung und du siehst scheiße aus. Du hast nicht mal ein Shirt an. Du kannst ja trainieren, aber nicht umsonst. Weil du Mick kennst, bekommst du Rabatt. Training, Training, Training. Du musst Level 5 in einem deiner Werte erreichen, ein Kinderspiel. Du kannst dich für einen Ligakampf anmelden. Das siehst du am gelben Ausrufezeichen auf dem Liga-Button. Hier. Machen wir noch nicht, oder? Ich würde gerne trainieren. Wieso kann ich nicht trainieren? Warte. Muckibude kostet 10 Dollar. Alter, wir haben kein Geld. Egal, wir trainieren. Ja, ja. So. Alter, wieder steigt hier. Guck mal, wieder steigt. Alter, wieder steigt. Ein richtiger Till Steiger. So. Ist das die Word-Büro-Klammer? Ja, aber die sieht ein bisschen bekifft aus, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich feiere die Grafik bei diesem Spiel immens. Ich feiere die immens ab. So. Level 2.
Geschwindigkeit müssen wir auch noch machen und ein bisschen Krafttraining bräuchte man, glaube ich, auch. Damit wir auf diesem Hungerhaken wegkommen. Alter, hier, bams, wieder das wegbammt einfach die ganze Zeit. Weil der feine Herr unbedingt mit dem Bus fahren musste. Ja, natürlich, will ich aufs Maul kriegen dauernd. So, 3 reicht. Und wir müssen essen, sonst sterben wir. Ich brauch was zu essen, zu essen. Okay, was gibt's denn hier? 14 Dollar Watt. 2,510 Proteinriegel. Was soll man machen? Wir brauchen leider einen Proteinriegel. 15 Dollar. Wir kommen nicht mehr nach Hause, aber wir haben einen leckeren Riegel gegessen. Das wäre jetzt ein Scheiß hier. Guck mal, das war ein Scheiß. Essen 19%. Ich muss mehr essen. Aber ich brauche ein bisschen Kraft. Und Geschwindigkeit. Ich muss alles... Geschwindigkeit können wir ja gut trainieren, ne? Ich wollte das auch mal machen, aber ich habe genug Gewicht mit meinem Gemächt. Wenn ich mich morgens aus dem Bett hebe, ist das genauso wie hier, als würde ich hier trainieren. Ne, das ist also ganz normal. Okay, Proteinriegel für 15 Dollar, ich habe auch keine Ahnung. Okay, ja, wir können nicht mehr trainieren, wir haben kein Geld mehr, wir sind pleite, wir können nicht mehr keinen Bus nehmen. Fängt schon mal gut an. So, Stadtkarte. Informationen über deine Liga. Anfängerliga, Typ Ligatabelle, derzeitiger Rang 12, Anmeldung letzter Tag. Wollen wir uns anmelden? So, 10-mal so teuer wie ein Busticket, also ganz ehrlich, geh arbeiten. Ja, ich will ja auch arbeiten gehen. Okay, Frage ist, gehen wir arbeiten? Also arbeiten oder anmelden? Was machen wir? Arbeiten oder anmelden? Was sollen wir machen? Arbeiten bringt Kohle, wir können mehr trainieren, wir kriegen dickere Muskeln, wir boxen die ganze Liga weg. Wir bashen die einfach in Grund und Boden, wir schmieren den Teppich mit deren Gedärmen. Ja und nein, bringt mir nichts, ich brauche arbeiten oder anmelden. Arbeiten oder anmelden? Arbeiten oder anmelden? Los, los, arbeiten oder anmelden. Alle schreiben, obwohl es eine Mischpoke. Anmelden, arbeiten, ist gemischt. Es ist gemischt. Es ist gemischt. Okay. Arbeit, 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 Arbeit. Kennt noch jemand Arbeit, Arbeit? Okay, arbeiten. Wir müssen, okay, die meisten sagen arbeiten. Letzter Tag, geh dich anmelden. Fuck it. Nächster Kampf in 2 Tagen, okay. So, Salvador Punches, Mr. Kekuse, Gordon, Kick Sloan, Lenny Moskowitz, Dragon Ray, Roy Jackson, Bill Spark, Bob Dredson, Hector Lamacho, Song Mo und John Cena. Null. Die Nulpe. 271 Punkte, Alter. Wir müssen alles wegboxen. Okay, Arbeit. Können wir hier vielleicht fegen einfach? Da müssen wir nicht so weit weg. Stadtkarte. Wir müssen zur Arbeit. Kostet 4 Dollar mit dem Bus. Zu Fuß. So. Jedes Mal, wenn du auf Arbeit... wenn du die Arbeit erlegst, bekommst du 50 Dollar. Du kannst nicht mehr arbeiten, weil du zu müde oder hungrig bist. Ja, leck mich doch immer, Sack. Reisen, dein Zuhause, zu Fuß. Ende von Tag 1. Anstehende Kämpfe. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld, Geld, Geld. Okay, eine Pizza haben wir noch. Leider bringt uns die nicht viel. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld, 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 Geld. Okay, ich geh schlafen. So, pass auf. Erstmal Fett wegrotzen hier im Schlaf. Oh nein, wir haben Hunger und wir können uns nichts mehr leisten. Wir haben 4 Dollar. Der hat Hunger im Schlaf. Der soll aufhören damit. Der hat Hunger. Was soll ich jetzt machen? Wir haben kein Geld für Essen. Ich muss nochmal neu anfangen, glaube ich. Hier ist dein Essen. Du kannst mehr im Supermarkt kaufen für 4 Dollar. Ich kann ohne kann ich nicht arbeiten. Du kannst beim Trainer essen. Du kannst zu Mick gehen, essen. Okay, ich fange aber nochmal von vorne an, oder? Speichern und Ende. Ist hier irgendwas zu laut? Soll ich nochmal von vorne anfangen? Weil wir haben jetzt ja die Grund, die Basen. Die Basen des Spiels haben wir jetzt kennengelernt. Okay, bei Mick gibt's kostenlos. Okay, wir gehen zu Mick. Wir gehen jetzt einmal zu Mick. Hier, Mick. Ist das Mick? Mick in der Muckibude? Micks Büro, hier. Zu Fuß. Wups. Okay. Was mit Essen? Frage nach Essen. Gib mal. Hier ist ein Essen. Was mit Essen? Ich glaube nicht, dass du hungrig bist. Alter, ich habe mega Hunger. Ich habe Mordshunger. Guck mich mal an. Okay, mit dem Essen. Gut. Wir versuchen es nochmal so. Wir versuchen es nochmal so. Zu Fuß eine Minute oder Stunde. Wir arbeiten. So, das müsste doch eigentlich hier mit einem fetten Presslufthammer, das muss doch Stärke geben, oder? Ende von Tag 2. Was? Ich habe immer noch keine Kohle. Anstehende Kämpfe. Nächster Kampf heute. Leck mich am Sack. Zu Fuß. Wir brauchen hier 50 Dollar, Alter.
Ich will die 50 Dollar. Ich will die 50 Dollar. So, schlafen. Ey, was mache ich hier? Ich wollte natürlich hier. Da müssen wir jetzt immer zu Mick betteln gehen. Ich will die 50 Dollar haben. Alter Mick, komm rüber. Hier ist Kyros. So, okay. Dann gehe ich nochmal ganz kurz. Du musst nicht schlafen. Wie, ich muss nicht schlafen? Du hast Stärke verloren? Wieso habe ich Stärke verloren? Ich müsste doch eigentlich Stärke aufbauen, wenn ich arbeite, oder? Okay, ich mache jetzt nochmal ganz kurz den Balken voll. Na los, stopp. Okay. Und jetzt? Wir haben 50 Dollar, Muckibude.